Ich kann es nicht mehr! Ich kann und ich will nicht mehr! Whee! Meine Schwester will mir meinen Freund ausspannen, Freunde. Heute wieder mit einer Hilf-mir-Reaktion. Und wir hören schon am Titel dieser Folge, dass es wieder in sich hat, ja? Mal schauen, wie furchtbar es wird, ja? Es geht los, meine Damen und Herren. Wir befinden uns in einer Bar. Eine ganz normale Situation. Sie sitzen zu dritt an der Bar und der Typ guckt da schon rüber, ja? Pia, schau mal. Als hätte die irgendwie was im Gesicht oder so. Fünf Sekunden, guck mal. Ganz unauffällig sind die. Also man macht doch sowas, wenn jemand so rüber guckt oder einem gefällt, macht man so ein bisschen unauffällig. Der Typ starrt die so an und die so. Ja, guck mal den da, den finde ich. Also das kann jeder im Raum hören. Also wirklich, ganz normale, authentische Alltagssituation. Weiter. Ja, was ist denn mit dem? Ja, aber bist du blind? Guck mal, wie schnucklig der ist. Guck mal, wie schnucklig der ist. Guck mal, wie die sich anstarren. Ganz normale Situation. Ja, und? Ja, und? Du willst sie doch nicht hier anflirten jetzt, oder was? Oh, also so weit kommt's noch, dass du ihn jetzt hier anflirten willst. Ihr seid ja nur in der Bar, ja? Hallo, wozu gehe ich denn weg? Du musst doch nicht jeden Abend, du kannst doch mal einen Abend ohne Mann. Dass sie keine Lust hat, dass sie anflirtet so, ja, wahrscheinlich ist sie ein bisschen zurückhaltender, vermutlich. Auskommen. Nein, hallo? Mann, ich muss doch nicht so langweilig sein wie du. Okay, die beiden passen gar nicht zusammen. Dann sucht euch doch eine Freundin, die gleiche Interessen haben beim Feiern. Die einen, keine Ahnung, trinken lieber was, die anderen haben einfach Gespräche oder Freundinnen und andere sind halt dabei, andere Leute anzuflirten. Also völlig legitim. Aber die beiden passen halt gar nicht zusammen. Ja? Als Freundinnen. Ui! Die flirtet aber unauffällig, ne? Die starren sich an. Ja, so. Oh nein. Oh nein. Hey, hör mal auf damit, oh das nein. Ist mega peinlich. Mann, Pia, du bist peinlich. Warum schreien? Mega peinlich. Der hört doch alles. Der sitzt da ganz alleine. Aber okay, das ist jetzt ein Flirtversuch. Der ist natürlich. Also, man kann auch ein bisschen charmanter flirten. Ja, man muss sich nicht direkt die gleichen Shotglas irgendwie da. Ne? Ihr wisst schon. Nicht immer so frigide. Ich schäme mich mit. Was? Nicht so frigide? Neues Wort gelernt. Hilf mir. Intellektualität? Krank, ja? Eloquent. Du bist meine Schwester. Ja, okay, nur weil sind Schwestern. Mann willst, ich zeig dir mal, wie das funktioniert. Okay, zeig mal. Uiuiui, was eine Stimmung in dieser Bar. Also wirklich, da steppt ja der Bär. Also wirklich, das ist ja rappelvoll. Okay, zeig mal, wie das geht. Auch krasse Schuhe, die sie anhat. Na? Na? Bist du doof? Einfach so ein Schottlass hier, so hast du Durst. Noch nie eine bessere Anmache gesehen. Noch nie. Noch nie eine bessere Anmache gesehen. Ey. Sorry, ich hab mein Getränk gebrochen. Ganz ehrlich, was für ein billigen bist du denn ausgebrochen? Was ist, komm, ist das gerade dein Ernst? Ist es dein Ernst? Okay, also der hat ihr gerade eine kranke Abfuhr gegeben. Da springt auch nicht jeder drauf an. Also wenn sie so ankommen würde, ja, da wäre ich auch ganz schnell weg. Eine Nummer bitte. Bei wem landest du ja. So? Na, ja. Außer einmal. Sorry, aber bei mir nicht. Bei wem landest du so? Außer einmal vielleicht, ne? Im Bett und so. Heute nicht. Hallo? Guckst du mich mal bitte an? Ja, sorry, ist mir zu billig, stehe ich nicht drauf. Was billig? Hä, starr mich doch mal bitte an. Hä? Hä? Okay, also er muss ja nicht respektlos werden, das nicht. Aber man muss auch, leider einen Korb einstecken können. So wie es manchmal tut. Bitte, ey, ist dein Ernst, ja? Ja. Ganz ehrlich, du wirst es noch bereuen, mein Gedanke haben. Ja. Uiuiui. Da kann aber jemand gar nicht mit Körben umgehen. Ui. Hey. Der Bré hat sich jemand ganz anderen ausgesucht, Leute. Der hat sich jemand ganz anderen ausgesucht. Die schüchterne Schwester. Da geht jetzt aber auch direkt mal rüber und macht einen auf Angriff, ja? Da wird aber jetzt auch nicht lang gefackelt. Das sag ich euch. Hey. Ich dachte, ich nutze mal die Gelegenheit und warte ab, bis deine Freundin auf Toilette ist. Das ist nicht meine Freundin, das ist meine Schwester. Hey, sei ein bisschen freundlicher jetzt, Mädel. Deine Schwester? Sorry, aber was ist das denn? Unterschiedlicher geht. Also, habe ich auch gerade gesagt, die sind so unterschiedlich. Ja. Wohl nicht. Hey, das geht dich überhaupt nichts an. Hey, das geht dich gar nichts an. Die redet ja wie eine Fünfjährige. Alle Männer sind doof. Alles gut. Ich dachte, du hast gesehen, was ich dir zugezwinkert habe. Mir? Ich habe gedacht, du flirtest mit meiner Schwester. Deiner Schwester? Sorry, mag deine Schwester sein, aber das ist mir ein bisschen zu billig. Ey, diese Musik macht mich kirre im Hintergrund. Hört diese Musik? Ich.
Ganz ehrlich, ich dachte, vielleicht könnten wir mal was trinken gehen. Hm. Nur wir beide ohne deine Schwester. Ohne deine Schwester. Ja. Da, weil die Anmache gerade war ja wohl eine absolute Nullnummer, oder nicht? Hey, also so eine bin ich nicht, die mit jedem Typen sich trifft und alles. Hä, musst du doch nicht. Er hat dich doch jetzt ganz nett gefragt. Okay, er lästert ein bisschen über die Schwester ab. Das muss halt auch nicht sein, ne? Jeden Typ? Sorry, ich bin nicht irgendein Typ. Ich bin netter, versprochen. Ich bin netter. Der Bree ist ein ganz netter. Natürlich ist das netter. Also. Und ganz ehrlich. Hey, anfassen ist nicht. Entspann dich. Ich bin hier nicht irgendeine von deinen komischen Puppen oder so, die du betatschen kannst. Okay, ja? Okay. Anfassen ist nicht. Okay, das geht halt echt zu weit. Ja, also entspann dich. Der Bree ist ein ganz lockerer. Aber der hat sich auf jeden Fall ausgepickt, ne? Ich mach den Vorschlag. Ich geb dir einen Bierdeckel. Du schreibst mir deine Nummer auf. Wir daten uns und wenn ich nicht anständig bin, darfst du sofort gehen. Versprochen. Bitte. Oi, da kommt sie ins Zweifeln. Da kommt sie ins Überlegen. Freunde, ich kann mir schon vorstellen, die werden sich jetzt wahrscheinlich daten. Und die Freundin kann das gar nicht ab, dass ihre schüchterne Schwester mal einen Typen abbekommt. Und dann, wenn so dominante Persönlichkeiten wie diese andere Schwester, die gerade auf Klo gegangen ist, mal einmalig das bekommen, was sie wollen. Ganz schwierige Nummer, ganz schwierig, ja, dann werden die zu Hexen. Und dann wollen sie genau das, was sie gerade nicht bekommen. Na gut, eine Chance gebe ich dir. Mhm. Okay, ich schreibe die Nummer auf. Pia, okay, die Pia hat jetzt ihre Nummer gegeben. Er kriegt eine Chance, ein Date, ja? Dankeschön, du wirst es nicht bereuen, ich verspreche es dir, okay? Boah, so eine Aussage, das ist... Es ist so, boah, das will ich in meinem Leben nie sagen. Du wirst es nicht bereuen. Oder dieses so, wenn man korbt, du wirst was verpassen. Ja, das ist zu. Dann akzeptier es und atme tief durch und behalt das, diese Information für dich, dass sie was verpassen will. Dann denkst du dir einfach, okay, mit mir hat sie vielleicht eine Chance auf was, aber dieses so andere nochmal zu sagen, das macht den anderen nicht gerade so. Der andere denkt sich nicht so, Mist, der hat gerade gesagt, ich werde es bereuen. Werde ich es echt bereuen? Das wird die Person sich nicht denken. Die denkt noch einmal vielleicht darüber, über dich nach und danach bist du ihr auch egal. So, deswegen. Solche Sachen nicht sagen. Du wirst es bereuen oder danach beleidigend werden oder so. Sag einfach, okay, alles klar, dann habt noch einen wunderschönen Abend und einfach gehen. Ende, das ist viel cooler. Ja, lasst euch das hier, lasst euch das von mir sagen. Flirtcoach Imago, lasst euch das von mir sagen. Na, ich bin mal gespannt. Na? Du schon wieder. Hast dich wieder eingekriegt, ja? Ja. Du schon wieder. Ja, so seine Stimme geht auch auf eine ganz, 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 ganz erotische Ebene. Und die Nummer schon aufgeschrieben? Ja, das ist die Nummer von meiner Schwester. Ich hab die Nummer, die ich brauch. Wie ist die Nummer von meiner Schwester? Ist ja wohl ein Witz, oder? Was? Gönn doch! Gönn doch! Boah, wenn ich Pia wäre, ne, ich würde die so abservieren. Was ist das für eine Schwester? Das ist doch nur ein Witz, oder? Gönn doch deiner Schwester jetzt so. Junge! Ich bin gespannt. Ist das dein Ernst, Pia? Er steht nicht auf billige Frauen. Okay, das muss ich jetzt auch nicht sagen. Das ist einfach, was ist das für ein Schwesternverhältnis? Wie können die überhaupt noch befreundet sein? Also nochmal, wenn ich jetzt mit meinem Kollegen und der eine Kollege eigentlich eine Frau gut fand, aber sie sich aktiv für den anderen entscheidet, dann wird gegönnt. Dann wird gegönnt. Da wird nicht dann gesagt, oh und so. Da wird gegönnt. So, weil, ja, dann will sie halt den Kollegen, Mann. Es gibt genug andere Menschen auf dieser Erde, ja? Ey, das ist so, das, sowas gibt's nicht bei uns. Aber das ist natürlich auch übertrieben. Also, wo es sowas gibt, denn diese Freundschaften tun mir nur leid, wenn man unter Schwestern oder unter Freundinnen so miteinander redet und sich so nicht gönnt, ja? Geh ich nicht mehr weg. Also wirklich, ist sowas von peinlich, dein Verhalten. Nee, mir ist dein... Nein, dein Verhalten ist peinlich, Mädel. Dein Verhalten peinlich, ernsthaft. Richtig. Also die Pia hätte natürlich auch ein bisschen entspannter sein können. Die hätte sie auch am Anfang einfach rübergehen lassen können, ohne zu sagen, ist das jetzt dein Ernst, dass du einen Typen ansprechen willst? Ja, lass sie doch kurz. Ja, beide hätten sich ein bisschen entspannen können, aber die Rechte war deutlich schlimmer. Wenn ich ehrlich bin, ich hätte nicht gedacht, dass du auf meinen Anruf reagierst, ne? Nein. Ui, die treffen sich direkt in der gleichen Bar. Der Bree ist natürlich jetzt sehr proaktiv. Also er setzt einen, sag mal, erotischen Blick auf. Oh, und Pia springt drauf an. Also ihrem Lachen zu urteilen, ne? Nein, ich bin wahnsinnig froh, dass du es gemacht hast. Ja. Und du siehst toll aus. Spitzenmäßig siehst du heute aus. Dankeschön. Gerne. Das hörst du noch öfter, oder nicht? Side-Eye. Bombastic Side-Eye. Nein, ich werde ganz verlegen. Ach komm, Quatsch brauchst du
Das ging ein bisschen zu schnell. Ui, ui. Ui, das ist so cringe. Das ist so unangenehm, meine Damen und Herren. Es ist so furchtbar unangenehm. Es geht ihr ein bisschen zu schnell. Er wollte ihr eigentlich nur ein bisschen so in die Haare fassen. Aber das geht der Pia zu schnell. Aber der Bré ist auch ein Charmeur. Ja, ist ein kleiner Gigolo. Okay, also du brauchst nicht schüchtern sein, alles gut. Nee, du, berühren ist nicht so... Oh, also brauchst nicht schüchtern sein, nimm deine Hand, Mann! Beim ersten Date, das geht gar nicht. Versteh mich nicht falsch, um Gottes Willen. Also, ich bin absolut keiner von diesen Typen, ne? Ich weiß nicht, was du vorher kennengelernt hast, aber so ein Arschloch-Typ bin ich absolut nicht. Da kannst du dir sicher sein. Ich will dich nur komplett anfassen. Entweder meint das ernst oder ist gerade Maximum manipulieren und labert einfach nur Maximum Müll, ja? Und sagt das einfach nur, um ihr zu imponieren. Na, ich weiß okay. nicht. Dann lass uns drauf anstoßen. Na gut. Na gut. Oskar signalisiert durch seine Berührungen, dass er sich seiner Sache sehr sicher ist. Ich finde es gut, dass Pia ihm offen sagt, dass es ihr persönlich zu schnell geht. Wenn Oskar wirkliches Interesse an Pia hat, wird er das respektieren. Trotzdem ist ihre Reaktion auffällig. Ja, ja. Also, ich meine, er hat sie ja nicht irgendwie jetzt am Oberschenkel oder so, sondern einfach nur so Haare hinterm Ohr. Da war sie schon sehr empfindlich. Der Oskar ist ein kleiner Gigolo. Der Max ist relativ offensiv, aber es ist ja auch okay. Er muss ja auch ein bisschen gucken, ja, wie weit kann man gehen oder so. Es sei denn, die sitzen jetzt nach 3 Minuten. Aber jetzt muss er es ja noch respektieren, ne? Ist ja klar. Ne? Ja. Also, schöne Pfanne auch an der Wand und so weiter, ne? Ist das der Dad von Pia oder was? Du hast einen Keller am Start, neuen Freund. Ey, was ist das für eine Reaktion? Eine schöne Schauspielleistung. Du hast einen neuen Freund am Start? Wieso wissen die das denn jetzt schon? Ey, das geht euch gar nichts an. Diese Reaktion. Hä? Red doch ordentlich. Sag, ja, ich habe da jemanden kennengelernt. Oder sag, ey, ich will noch nicht so gerne damit drüber reden. Aber dieses, das geht dich gar nichts an. Dieses übertrieben aggressive Reagieren. Übertreibt doch nicht. Entspannt euch. Man macht euch mal ein bisschen geschmeidig. Mann! Aber ich bin der Ungeschmeidigste. Ich sitze hier in meinem Büro und reg mich die ganze Zeit nur auf. Also, sonderlich geschmeidig bin ich beim Reagieren auch nicht. Okay. Aber in Real Life bin ich ein Geschmeidiger, ja? Du hier wohnst, gib mich das alles was an. Du bist 31. 31 und wohnst immer noch hier. Kann er wohl einfach nicht sein. Hat er gerade gesagt, du bist 31, mir geht das was an? Oder wenn sie 31 ist, dann geht dich das erst recht nicht mehr an, weil sie ist volljährig und kann machen, was sie will. Ja, also wenn sie jetzt 18, meinetwegen auch 19 und 20 noch wäre, ja klar, dann hat man als Elternteil noch ein Auge natürlich auf seine Tochter und wen sie so datet. Aber die ist 31, mein Lieber. Oh, wollen wir mal die Kirche im Dorf stehen lassen, mein Lieber, ja. Die ist ja kein kleines Mädchen mehr, aber da ist was im Argen. Da ist was im Argen. Also sie hat entweder schlechte Erfahrungen in ihrer Vergangenheit gemacht oder irgendwas ist da mal passiert, weil sie ist sehr empfindlich, die Eltern sind sehr empfindlich, da ist was. Ja, das habe ich im Gespür, Freunde. Ja? Ich habe keinen Typ, den Vollidiot sehe ich bestimmt nicht wieder. Hey, entspann dich doch mal, wieso denn der Vollidiot? Der hat dich zum Date eingelassen, der war doch korrekt. Stichwort Vollidiot, was ist denn das für ein Affe, der draußen umherturnt? Ha, mit einem Herz in der Hand. Was ist das für ein Affe, der da umherturnt? Ich meine, vielleicht ist das ja süß, ja? Aber dass der sich jetzt hier mit seinem 316D oder 318i oder 318D, keine Ahnung, dass er sich da jetzt vor hinstellt und dann nach dem ersten Date ein Herzschild macht mit Pia, mit Blumen, ist süß, aber vielleicht ein bisschen forsch ist das richtige Wort, ja? Geht vielleicht ein bisschen arg forsch gerade, ja? Der Vater einfach, ist das für ein Idiot. Pia, dann bist ja wohl du gemeint. Aber man muss da vielleicht so ein bisschen die goldene Mitte treffen. Du darfst nicht zu, also du darfst jetzt der Frau auch gar keine Aufmerksamkeit geben, aber auch nicht zu viel, ja, nicht zu überstürzen. So einfach so eine goldene Mitte und dann, glaube ich, ist das ganz nett. Aber die checken halt gar nichts bei Hilf mir. Also bei mir, Hilf mir hat noch nie irgendjemand irgendetwas gecheckt. Was soll der denn hier? Du Scheiße. Raus! Begrüß ihn! Hol ihn rein! Raus! Begrüß ihn! Versau's nicht wieder! Oh!
Er hat ihn gerade Idiot genannt, aber jetzt schippt er die. Jetzt will er, dass seine Tochter, glaube ich, jemanden kennenlernt. Freunde, machen kurz die Grüße. Sehr interessante Folge gerade. Grüße gehen raus an die Magangster, an das Kanalmitglied Stefanie Glockehöfer, an die Kommentare Sui, an Sasa Trifunovic und den ersten Kommentar im letzten Video hat Lavinia Freiwald geschrieben. Wenn du im nächsten Video auch grüßt werden willst, schreib einfach einen lieben Kommentar. Oder sei im nächsten Video der allererste Kommentar. Dafür natürlich am besten, ne, Freunde? Das Glöckchen aktivieren, Leute. Ihr wisst, wie es geht. Jetzt. Ich hab's kapiert. Du willst es langsam angehen, okay? Mhm. Ja, Bruder, das ist halt auch ein bisschen peinlich, was du da machst. Und deshalb bin ich hier und... Vor allem überraschend. Guck mal, sie hat ja gar kein Outfit an. Nach dem ersten Treffen so direkt vor der Haustür zu stehen, hat halt auch ein bisschen was mit... Hat was Stalking-mäßiges, was Spanner-mäßiges. So, ey, ganz entspannt so. Verabredet euch doch erstmal, ja? Dieser Schlafanzug, die war ja nicht darauf vorbereitet und der stellt sich da direkt nach dem ersten Treffen vor die Haustür. Ich möchte dir gerne einen Blumenstrauß geben, okay? Der ist für mich? Der ist für dich. Bitteschön. Danke. Ja, bitte. Und was hältst du davon? Ich würde sagen, wir machen hier einfach einen Cut und fangen nochmal ganz von vorne an, okay? Bitte. Oh. Hey, das fängt ja schon wieder so an wie letzte Nacht. Hey, Digga, entspann dich mal, Mädel. Er übertreibt gerade ein bisschen, aber eigentlich ist er ja süß. So, aber er übertreibt seine Lage komplett. So, von vorne anfangen. Und so, du hast doch gar keinen... Na doch, du hast einen Fehler gemacht, so, aber die war jetzt ja gar nicht so sauer. Boah, I don't know, Leute. Komm, es sollte jetzt eine Umarmung sein. Kommt heute Abend zum Essen zu uns. Meine Frau kocht uns was Leckeres. So gegen 19 Uhr? Gegen 19 Uhr gibt's was Deftiges. Auf die Plauze. Komm mal vorbei, Mignon. Nein, der Vater ist doch nett jetzt. Der ist doch korrekt. Der will, dass seine 31-jährige Tochter euch jetzt mal jemand kennenlernt. Die ist halt sehr zurückhaltend, sehr schüchtern. Die ist vielleicht noch viel zu Hause und schafft es niemand, jemanden kennenzulernen, weil sie so schüchtern ist und irgendwie nur komische Typen, die kennenlernt oder was. Aber der scheint auch stabiler Typ zu sein, ja. Der macht das jetzt mal, Mädel. Ich glaube, die Pia hat irgendwas in ihrer Vergangenheit erlebt. 19 Uhr, super. Fantastisch. Alles klar. Sehen wir uns heute Abend, danke. Hey, das finde ich ja super. Da lerne ich gleich deine Eltern kennen. Also, der Vater will das, er hat Bock, die Tochter hat gar keinen Bock. Aber mach das mal. Muss mal ein bisschen aus der Komfortzone raus. Geil. Oskar hat sich auf Pia eingestellt und es scheint ihm Freude zu machen, die Verbindung romantisch zu beginnen. Sorgen macht mir Pias Vater, der sich hier einmischt, obwohl er nicht das Recht dazu hat. Das wirkt auf Pia unterschwellig. Der ist ja voll Idiot, gesagt hat, ist er nicht, aber der hat ihn eingeladen zum Essen, ist doch voll okay. Hä? Was labert ihr? Wieso macht jetzt der Vater Sorgen? Der war doch super höflich zu dem gerade, hat ihn zum Essen eingeladen. Danke für die Einmischung. Wirklich toll. Was sollte das? Fand ich eine tolle Idee. Endlich mal einer, der kommt. Der will ich sogar. Man mag's nicht glauben, ne? Boah, warte mal, da auf erstmal einen Schluck. Man mag's nicht glauben. Endlich mal jemand, der dich will. Okay, das als Vater zu sagen, ist natürlich auch geisteskrank, ja? Das als Vater zu sagen, ist natürlich auch zu heftig, ja? Versau's nicht wieder. Nö. Wäre schade drum, finde ich. Ganz ehrlich, ich kenne ihn gar nicht und du lädst ihn hier zum Essen ein. Wirklich. Mein Gott, du bist 31, bist mit 40 hier noch rumhängen. Geht nicht! Eigenes Leben, eigene Familie. Also ist wieder so ein Zwiespalt, ja, in dem ich jetzt bin. Also es ist natürlich einerseits so, wie ich mir so ernsthaft Gedanken über so eine Trash-Serie mache. Ne? Aber Freunde, ich mache mich ein bisschen lustig, aber ein bisschen Real Talk am Rande auch mal nicht schlecht, ne? So, der natürlich übt der ein bisschen Druck aus, aber wenn sie halt 31 ist, noch nie jemand richtig gedatet hat und da nichts kommt. So, natürlich wünscht man sich als Elternteil vielleicht, dass man dann auch mal eben vielleicht jemanden kennenlernt oder auszieht oder sowas. Und da muss man vielleicht auch ein bisschen Druck sein. Manchmal, in einem gewissen Maße, ist etwas Druck auch okay, damit man im Leben auch vorankommt. Wenn alles ohne Druck geschieht, ja, wo landen wir dann? Dann macht ja keiner mehr irgendwas. So, ne? Deswegen, ja, ist okay. Meiner Meinung nach ist okay. Ne? Und wenn sie es wirklich von Herzen nicht will, dann muss sie kurz mal mit den Eltern darüber reden. So, und wenn sie keine Kinder kriegen will, ist es ja auch in Ordnung. Muss sie mit den Eltern darüber reden. Aber so alles abstreiten, Mann, dann geh doch jetzt mal was essen, Mann, entspann dich mal ein bisschen, ja? Hallo! Ey, was soll ich schon wieder finden? Oh, nee, jetzt nicht die schon wieder, ne? Bitte nicht die Tante jetzt, ja? Ja, ihr wohnt nicht allein, es gibt Leute, die noch schlafen wollen. Was? Welche Uhrzeit stand denn vor der Tür? Um 9 Uhr morgens, oder was? Na, Plaudertasche? Na, du hast ihnen doch bestimmt erzählt, dass ich die Bekanntschaft mit Oskar gemacht habe. Na, Plaudertasche, du hast ihm das doch bestimmt erzählt. Ja, woher soll der Vater sonst wissen? Hat sie bestimmt erzählt. Aber ist doch nicht schlimm. Boah. Die Pia, leben wir jetzt schon wieder im Mittelalter? Die Bekanntschaft.
Ja, Papa, da war so ein Typ. Aber du glaubst doch wohl nicht wirklich, dass er sich gemeldet hat. Guck mal hier. Ja, hallo. Schau mal, was ist das denn? Schau mal hier. Ey, was ist das für ein Schwesternverhältnis? Die hassen sich, die gönnen sich nicht die Butter auf dem Brot. Ja, was ist das denn für ein Verhältnis, für ein Also, als ich kleines Kind war, da haben meine Geschwister und ich uns auch ein bisschen mal gestritten. Ne? Aber am Ende des Tages, so, vor allem in dem Alter, haben wir nichts anderes übrig als Liebe für uns. So, ne? Aber was ist das denn für ein Verhältnis, ey? Pia, du wieder Bastelstunde. Ja, sieht schön aus. Bastelstunde. Und Blumen hat er mir auch mitgebracht. Mhm. Guck mal, jetzt, am Anfang warst du cringe und jetzt flexst du damit, ne? Mädel, entscheide dich auch mal ein bisschen. Diese Pia weiß gar nicht, was sie will. Die will jetzt nur für ihre Schwester imponieren, ja? Also ich kotz im Strahl. Total toll. Ja. Ja. Der Typ ist wirklich gekommen. Ich glaub's heute noch nicht. Heute Abend zum Essen. Ich hab ihn eingeladen. Also ich glaub's heute noch nicht. Da hat die Pia auch mal jemanden abgeschleppt. Nein, echt? Nur, aber so. Ey, Papa, das war richtig, richtig gut. Ich weiß. Ja, was guckst du jetzt so verdattert? Ja. Mann, Pia, du kriegst es eh nicht auf die Reihe. Dann werde ich mir wohl doch noch greifen. Ich glaub, du spinnst. Gönn doch. Guck mal. Also die Pia ist so ein Mensch, die sagt jetzt, ich glaube, du spinnst. Jetzt gönnt sie ihrer Schwester nicht, aber ihn richtig kennenlernen will sie auch nicht. Der darf nichts machen, der darf sie nicht anfassen, der soll nicht zum Essen kommen. Ja, Pia, das ist also, dann scheitert's an dir selber. Sorry. Also manche Leute sind auch einfach schier zu dämlich, um irgendjemanden kennenzulernen. Ja, sorry meine Ausdrücke. Aber da werde ich ja hier wieder ganz fuchsig, meine Damen und Herren. Try to be cool, even wear that shirt you need. Die Schnittbilder von Hilfe, ich kacke ab. An der Spree, Freunde, aber das ist Berlin, glaube ich. Das ist auf jeden Fall nicht Köln. Gut so. Oh, ein süßer Fratz und so. Oh Leute, aber ihr müsst es ja auch nicht cringiger machen, als es sein muss. Ja, jetzt mit der ganzen Familie sitzen die da zusammen und gucken Kinderbilder an. So was hier, mein Freund. Kannst du mir auch machen. Das ist so. Das ist vielleicht nach dem allerersten Treffen ein bisschen zu früh, dieses so gesamte Familie kennenlernen, so mit Kinderfotos gucken und so. Das ist eigentlich schon so ein bisschen fortgeschrittenerer Move, ne? Also nicht mir natürlich, ne? Aber so ein Enkel, Mädchen, sogar Mädchen wäre okay. Okay. Aber Junge, süß, ne? Ja, Daniel, ne? Sehr süß. Und wenn es mir da ein Problem gibt, mein Gott, du weißt doch, da haben wir noch Alternativen. Okay. Was? Mein Gott, du weißt doch, Daniel, sehr süß. Und wenn es mir da ein Problem gibt. Hat er gerade gesagt, sitzt er da gerade mit seiner gesamten Familie, hat zwei Töchter und sagt zu dem Typen, der gerade seine eine Tochter datet, sagt er, wenn es mir da ein Problem gibt, es gibt hier noch Alternativen. Meint er auch noch seine Frau oder was? Darf der sich das hier All-You-Can-Eat-Buffet oder so, der darf sich überall bedienen? Was ist das denn für eine Aussage, Junge? Was ist das für eine Familie? Was ist das schon wieder für eine Folge? Egal, wir sind hier bei Hilfen hier. Weiter. Mach mal weiter. Bitte mach mal weiter jetzt. Weiter. Mach mal weiter jetzt. Ich mein Gott, du weißt doch. Da haben wir noch Alternativen. Okay. Hier, guck mal. Ja, so auch dieses... Okay, Side-Eye. Süßer Fratz. Hey Mama, kannst du nicht mal dafür sorgen, dass er damit aufhört? Das ist voll peinlich. Pierre, du musst ihn schon verstehen. Er möchte, dass du gerne eine eigene Familie gründest. Ja, ey, so voll die Diskussion direkt neben ihrem Freund. Ey, wer ist denn eine Familie? Und ey, redet über Familie. Ihr habt euch einmal getroffen. Ey, die machen alles falsch, was man falsch machen kann. Also, das ist ja unglaublich. Aber ich kenne ihn erst seit 2 Tagen. Hallo, ja, richtig, ja. Scheuer? Ist auch ein bisschen übertrieben. Wie redest du mit mir? Ich war mit deinem Vater auch nach 3 Tagen im Bett. Oh Gott, das ist das nicht. Ey, ich kann das nicht mehr. Ich kann und ich will nicht mehr. Ich kann es und ich will es nicht mehr. Ich will es einfach nicht mehr. Der Freund sitzt daneben, die gucken sich Kinderfotos an und die sagt einfach laut so, ja, ich war mit deinem Vater auf nach 3 Tagen im Bett. Wissen, es ist echt nicht so, als wärt ihr das glücklichste Paar unter der Sonne. Ach, zeig mir doch mal jemanden, der über 30 Jahre zusammenlebt. Ja komm, ist doch jetzt kein Argument. Natürlich, Oskar. Ja? Kommst du mit mir mit in die Küche und mir helfen? Na klar. Dankeschön. Oh, ey, vor der eigenen Schwester. Können doch eine Dreiecksbeziehung führen, hat halt 2 Frauen. Ja, also was ist das denn? Was ist das denn vor der Freundin? Mach jetzt nicht so einen Snitch-Move. Ja, jetzt ist sie wieder eifersüchtig. Also, der Pia weiß auch gar nicht, was sie will. Aber es ist natürlich völlig unkorrekt, was sie macht, natürlich. So,
Ja. Wo kann man hier sein? Obwohl wiederum, vielleicht will Pia ihn ja kennenlernen, aber einfach ein bisschen ruhiger, kann ich ein bisschen auch verstehen. Ja, und der Salat ist ja schon fertig. Und wozu sind wir denn jetzt in der Küche? Ich denke, Oskar, du musst ja schon mitbekommen haben, dass ich viel heißer bin als Pia. Zoe, bitte mach dich nicht lächerlich. Ich hab dir in der Bar schon gesagt, dass ich nicht auf dich stehe. Du bereuen, Oskar. Zoe? Bereuen? Da kann jemand nicht mit Körben umgehen. Spinnst du? Was wird das? Zoe ist egozentrisch. Ihr geht es nur um sich selbst. Pia kennt ihre Schwester und ist gewarnt. Ich bin gespannt, ob die mit ihrem Spiel durchkommt. Ich bin, du weißt, dass es der Richtige ist. Das ist doch völlig Pia, dein total toller Typ ist mir gerade in der Küche an die Wäsche gegangen. Guck dir das mal bitte an. Das jetzt wird es Zeit abzuschalten. Das glaubst du doch jetzt ernsthaft nicht. Sie flirtet die ganze Zeit deinen Macker an. Hat ihn sogar in der Bar angeflirtet. Will mit ihm in der Küche gehen. Natürlich ist das eine Masche, Pia. Es ist eine Masche, um euch zum Streiten zu bringen. Wieso checkt diese Pia das jetzt nicht? Jetzt glaubt sie ihr das, ne? Also dann komm. Fahrt einfach bitte alle zur Hölle, wirklich. Bleibt da, wo der Pfeffer wächst. Ich kann mir das nicht mehr mit angucken. Digga! Glaub ich ja jetzt nicht. Was erzählst du da bitte für Scheiße, du kleines, billiges Flittchen? Ja, richtig, richtig. Du wolltest mir an die Wäsche. Und als du nicht bekommen hast, was du wolltest, guckst dir an, ziehst du diese billige Opferrolle ab, oder was? Ja, richtig. Willst du mich eigentlich gerade voll verarschen? Willst du mich eigentlich voll verarschen? Ey, diese Schauspielerleistung, ich raste aus. Aber denkst du, ich hab's nötig, mich an so einen Typen wie dir ranzumachen? Hast du dich mal angeguckt? Natürlich hast du's nötig. Dich will doch nie einer länger als ein Tag. Was soll der Scheiß hier? Hallo? Bei mir stehen die Männer Schlangen, also bitte. Ich kann es einfach nicht mehr. Ich kann und ich will nicht mehr. Lass, komm, gucken wir mal weiter. Mach mal weiter jetzt, komm. Sorry. Pia, bitte. Glaub mir. Ich will. Hör auf zu betteln, wenn sie dir nicht glaubt, dann tut mir Pia einfach nur leid, weil diese Situation ist offensichtlich. Da muss man kein Detektiv für sein, um das zu checken. Nix von deiner Schwester. Denk doch an die Nummer, die sie in der Bar schon abgezogen hat. Richtig. Bei mir. Glaub mir bitte. Ich will dir doch glauben, aber guck mal, wie das aussieht. Ja, bist du dämlich, Pia? Sag mal, was da oben eigentlich in deiner Matschbirne los? Also der Oscar, muss ich sagen, der Oscar, ich mag den. Der Oscar hat bisher nichts falsch gemacht. Der hat es ein bisschen schnell angegangen, ein bisschen übertrieben, aber es ist ja, spricht ja nicht für, also er ist ja, ist wie ein Unmensch, ne? Wie sieht's denn aus? Wie so eine Aktion von deiner billigen Schwester. Guck mal, die Eltern, wie die da sitzen und sich das wie im Kino angucken, die so. Ja, unsere beiden Töchter schreien sich gerade an und beleidigen sich. Die gucken sich das an, das ist Kino für die. Die holen gleich noch Nachos mit Käse-Dip raus, ich sag's euch. Bitte, glaub mir, ich mach den Scheiß auch nicht mehr mit. Ich kann die ja gar nicht mehr sehen. Ich werde jetzt gehen. Tu mir einen Gefallen. Was eine ranzige Familie, ey. Komm mit mir. Du, das geht... So, tu mir einen Gefallen, komm mit mir. Wir brennen durch. Wir holen uns einen Van und fahren durch Australien. Mir jetzt ein bisschen schnell alles. Ja, ja. Pia, geht doch zu schnell. Mein Gott, verschwind. Renn hinterher. Hör auf. Was sind das für Eltern? Die so, ja, komm. Die sitzen wie im Kino und so und schreien so dazwischen. So, ja, komm, lauf mir hinterher und so. Dämlich. Also das ist mit einer der dämlichsten Sachen, die ich hier gesehen habe. Dein Vater, pack ein paar Sachen, du kannst bei mir bleiben. Du, das ist wirklich zu schnell gerade. Übertreib jetzt nicht, Mann. Fahr doch. Denn die Pia wird sich schon melden und ihr werdet euch schon nochmal treffen, wenn ihr euch wirklich wollt. Boah, was sind denn diese weißen Punkte auf den Fingernägeln? Guck mal, wie viele weiße Punkte ich da. Seht ihr das? Das ist schon krass. Aber nur auf dem. Auf dem anderen habe ich teilweise nur einen oder gar keinen. Und der ist ganz komplett voll. Schade. Okay, vergiss es einfach. Ja, jetzt sei nicht so wütend, wenn sie dich will, kommt sie schon. Aber jetzt aus dieser Situation jetzt abzuhauen, ist auch komisch. Die muss jetzt erstmal ein paar Dinge mit ihrer Schwester und mit ihrer Familie klären. Oh je, da sind... Oh je, ja, oh je. Ganz schön viele Interessen im Spiel. Jeder kämpft für seinen Vorteil und Pia mittendrin. Sie glaubt Oscar offensichtlich, sonst hätte sie anders reagiert. Ja, richtig. Zoe, also Zoe ist doch raus, also fall jetzt nicht auf deine Schwester rein. Die Eltern sind die ganze Zeit so, ja, lauf hinterher, krieg mal direkt Kinder. Ich will jetzt endlich mal, ich will jetzt Schwiegerkinder haben. Schwiegerkinder? Nee, Enkelkinder. Oh ja, Mann, diese Zwischenbilder. Ist das die Spree? Oscar. Oscar ist durch, hin und weg. Ja, okay, Pia hat ihm nochmal eine Chance gegeben. I've been fallen, I've been wie die aufeinander zugehen. Diese Szene, wie cringe die jetzt aufeinander zulaufen. Ja. Danke nochmal.
Mama, dass du auf meine SMS reagiert hast. Ja, waren ja etliche, die du geschrieben hast. Ui, der hat hier nochmal richtig belästigt danach. Es war halt einfach nur... Ich wollte mich eigentlich auch nur entschuldigen, dass ich gestern so abgerauscht bin nach der Aktion. Bro, normal, Mann. Da wäre ich auch ein bisschen genervt gewesen. Aber was Zoe da gebracht hat und mir da unterstellt hat, das hat mich einfach so rasend gemacht. Und dass du mich dann da auch noch so stehen lassen hast, das war einfach... Ich musste gehen, es ging nicht anders, sorry. Ist okay? Du, das tut mir total leid. Der ganze Abend, ich wusste gleich, dass das eine total schlechte Idee ist. Okay, mit der Familie, dass sie da kein direkt Abendessen nach dem ersten Treffen haben will, kann ich jetzt im Nachhinein doch ein bisschen nachvollziehen, ja? Sie wollte das ja nicht und das ist jetzt verständlich, warum sie das nicht wollte. Das ist echt eigentlich ganz nett von deinem Vater. Bis zu der Aktion, die Zoe denn da gebracht hat. Und zu dem Thema möchte ich dir einfach nur mal sagen, glaub mir bitte, ich stehe nicht auf Zoe und... Was sie da behauptet hat, stimmte in keinster Weise. Mhm. Das musst du mir glauben, bitte, Pia. Du, ich wollte ja auch schon gleich glauben. Aber das war alles ein bisschen viel für mich, weißt du? Meine Familie, das ist mir so unangenehm. Mhm. Verständlich, du hast die unangenehmste Familie, die ich je gesehen habe. Was hältst du davon, wir machen hier einfach einen Cut und... Trennen uns einfach. Wir treffen uns heute Abend in der Bar und tun so, als wenn es unser erstes Date wäre, okay? Das ist eine super schöne Idee. Ja, vielleicht muss sie auch einfach mal ausziehen mit 31. Vielleicht sollte sie auch einfach mal ausziehen, damit die Eltern nicht immer ein Auge auf sie haben, was sie so macht den ganzen Tag. Und trefft euch erstmal an neutralen Orten oder bei ihm oder was weiß ich so. Aber lasst erstmal diese Familie dann in Ruhe. Das ist ja echt der Krampf. Echt? Ja. Danke. Ui. Pass auf, dann bring ich... Ui, sie hat's zugelassen, den Kussi. Ein Bussi auf die Wange. Ich jetzt nach Hause, okay? Ja, gut. Okay. Oskar versucht gefühlvoll auf Pia einzugehen. Er will ihr Vertrauen gewinnen und gibt ihr die Möglichkeit, nochmal von vorne anzufangen. Ich würde mich freuen, wenn sie diese Chance nutzt. Ja, aber da würde ich mich aber auch freuen. Aber gewaltig. Aber ich bin jetzt auch freuen. Also ich freue mich jetzt aber auch, dass die Folge endlich vorbei ist. Dieser Stuss hier. Leute, hier ist mein Instagram. Hier könnt ihr mich auch abonnieren. Hier seht ihr zwei andere coole Videos. Checkt die ab und dann sehen wir uns beim neuen Video. Danke fürs Anschauen. Haut rein. Ciao, ciao.